Ich bin Lia Leguan und ich erzähle heute eine Geschichte, die heißt Lilly und die verschwundene Lupe. Und es geht um einen Leguan. Was sind Leguane? Leguane sind Reptilien. Es sind Schuppenkriechtiere, heißen die auch, weil sie Schuppen haben und kriechen. Und die gibt es in ganz unterschiedlichen Größen, Leguane. Es gibt so ganz kleine, die sind vielleicht so 14 cm groß, ganz klein. Und es gibt grüne. Und es gibt aber auch ganz große, welche, die sind sogar größer als ich, 2 Meter lang können die werden. Und die sind dann also so groß, also größer als das Bild. Und es gibt graue mit roten Punkten, aber eben es gibt auch grüne, die ein bisschen ausschauen wie Eidechsen. Und eigentlich sehen sie ein bisschen aus wie kleine Drachen. Und die Lilly, von der ich heute erzähle, lebt mit ihrer Familie im Leguanwald. Also die leben auf Bäumen. Und einmal im Jahr bringt sie ihre Mama zu ihrer Tante, der Tante Lou. Die habe ich hier auch schon mal ein bisschen versucht zu malen. Da macht sie gerade einen Mittagsschlaf. Die Tante Lou, die kocht ganz gut und die isst sehr gerne. Und es gibt immer ganz fein. Wenn die Lilly die Tante Lou besuchen fährt, dann gibt es fein. Gibt es das feinste Essen. Und die Lilly mag es gern. Die mag es gern, die Tante Lou zu besuchen. Und die Tante Lou, die wohnt im Gibbonwald. Ganz alleine wohnt sie da in einem Haus, in einem Baumhaus, das viel höher ist als das Baumhaus, in dem die Lilly mit ihrer Familie wohnt, mit den anderen Leguanen im Leguanwald. Und die Tante Lou wohnt da, die ist da hingezogen, in den Gibbonwald, weil die Gibbons dort so schön singen. Was sind Gibbons? Gibbons ist eine Affenart, sehr große Affen eigentlich auch, sehr groß. Sie haben unterschiedliche Farben, sie haben also ein ganz schönes, langes Fell. Und sie haben unterschiedliche Farben, sind schwarz, braun oder auch so gelblich oder so, so fast weiß. Also die haben so ganz unterschiedliche Farben, aber immer so ein schwarzes Gesicht. Und was die total schön machen, ist, die singen so schön. Die können wunderschön singen. Und die singen immer morgens und abends, morgens in der Dämmerung und abends, dann singen sie. Und deswegen ist die Tante Lou in den Gibbonwald gezogen, weil sie die so gerne singen hört. Die liebt das. Morgens steht sie dann auch immer am Fenster und singt mit denen mit. Und sie kennt alle Lieder von denen und kennt alle Lieder von den Gibbons schon auswendig. Aber ganz oft denken die sich auch was aus. Also die singen und während sie singen, denken sie sich aus, was sie singen. Ist total verrückt, aber voll schön. Und wenn sie zu die Tante Lou besuchen fahren. Sie fahren natürlich nicht, weil sie krabbeln. Sie gehen zu Fuß. Aber sie müssen sehr früh aufstehen. Also noch bevor die Sonne überhaupt aufgegangen ist, müssen sie schon los. Damit sie es schaffen, weil es ist schon ein weiter Weg eigentlich. Und die Lilly, die ist immer ganz besonders langsam. Hier habe ich das mal gemalt, da sind sie schon gerade auf dem Weg zu Tante Lou. Da haben sie auch ihre Rucksäcke schon dabei. Aber es dauert ganz ewig, weil die Lilly, die muss immer so viel gucken. Es gibt immer so viel zu sehen. Da guckt sie immer hoch, nach rechts und nach links. Und dann ist da wieder ein Schmetterling und da ist wieder irgendein Geräusch. Und dann sieht sie da jemanden krabbeln und da jemanden kriechen und dann springt da jemand. Und als sie dann endlich im Gibbonwald sind, da merkt sie schon, die Gibbons, die merkt man, weil die sind dann schon, die springen dann schon und man sieht dann schon da sieht man schon ihre Schatten, wie sie hüpfen und springen und von einem Ast zum anderen zwischen den Blättern hat man das Rascheln und man hört sie rufen schon. Und die Mama dreht sich um und da geht's, Lilly, warum brauchst du so lange? Jetzt komm endlich, trödel nicht so, wir wollen endlich bei der Tante Lou ankommen. Und dann kommen sie auch an, sie sehen schon hinten, sehen sie schon das Baumhaus, das ganz besonders hoch hängt. Sehen sie schon das Baumhaus und als sie ankommen und hochgucken, winkt die Tante Lou schon runter. Oh Lilly, ist so schön, dass du mich besuchen kommst. Die Tante Lou ist gar nicht die Schwester von ihrer Mama, sondern die beste Freundin von ihrer Mama. Und die sagt dann auch, Mensch Tante Lou, willst du nicht bald mal bei uns wieder im Leguanwald wohnen? Komm doch zurück in den Leguanwald. Das sagt sie zum einen, weil sie ihre beste Freundin natürlich sehr vermisst, die Mama von der Lilly. Aber schon auch, weil die Tante Lou nicht mehr so gut sehen kann. Die Tante Lou hat eine Brille, mit der sieht sie, aber so richtig gut kann sie eben nicht mehr sehen. Und sie kann auch nicht mehr so gut lesen, obwohl sie lesen liebt. Und sie liest der Lilly auch immer ganz gerne Geschichten vor abends und so. Und sie liest selber sehr gerne und hat ganz viele Bücher oben in ihrem Baumhaus. Aber sie kann nicht mehr so gut sehen. Und wenn sie lesen will, da braucht sie zum Beispiel eine Lupe. Die Lilly muss sich erst wieder dran gewöhnen bei der Tante Lou, weil eine Sache muss sie da immer machen. Und die macht sie gar nicht so gerne. Und das ist Aufräumen. Aufräumen mag die Lilly nicht. Die Mama schimpft sie auch manchmal deswegen. Aber bei der Tante Lou muss sie aufräumen. Das ist ganz wichtig, dass alles immer an seinem Platz ist. Und alle Gegenstände haben einen ganz besonderen Platz. Die Lupe von der Tante Lou liegt an einem bestimmten Ort. Und in der Küche hat alles seinen Platz. Das muss so sein, weil die Tante Lou eben so schlecht sieht.
Und dann muss sie immer alles, muss sie immer wissen, wo die Gegenstände sind. Und am ersten Morgen, weil sie es nicht mehr gewohnt ist, hat die Lilly dann das Frühstücksmüsli, weil die frühstückt immer Müsli, ich auch, hat sie das Frühstücksmüsli an den anderen Platz gestellt, woanders, als es eigentlich hingehört. Und dann haben sie am Abend gekocht und dann hat die Tante Lou Reis gekocht, aber dann war es gar kein Reis. Dann war es nämlich das Müsli, weil es nämlich nicht am richtigen Platz stand, sondern da, wo eigentlich der Reis stand, hat die Tante Lou das Müsli gekocht anstatt den Reis. Hat sie gar nicht gemerkt. Dann haben sie Müsli mit Gemüse gegessen. Das war nicht so wahnsinnig lecker. Aber es ging auch. Ja, die Tante Lou hat es schon irgendwie lustig. Die hat es sehr lustig und auch ganz fein und ganz gemütlich in ihrem hohen Baumhaus. Das ist so hoch, hoch oben im Baum, dass es manchmal, wenn es sehr windig ist, dann schwankt es sogar. Und vor allem morgens ist es immer relativ windig. So, und dann schwankt es immer so hin und her. Und das mag die Lilly am allerliebsten, wenn sie so in ihrem Bett liegt. Und es schwankt so ein bisschen hin und her. Weil zu Hause bei ihr sind die Bäume nicht so hoch, wo die Baumhäuser sind, wo sie normalerweise wohnt. Wo sie wohnt mit ihrer Familie. Da sind die nicht so hoch. Und hier mag sie das ganz gerne, dass es so fein schwankt. Und dann früh morgens kommen auch schon die Affen vorbei. Die Gibbons. Und singen. Oh, und was singen sie schön. Aber sehr früh, sehr früh. Und die Lilly würde gerne noch ein bisschen schlafen, ein bisschen länger schlafen. Aber nee, ganz früh morgens, da ist es noch überhaupt nicht hell. Dafür ist es gerade so die Dämmerung. Da kommen sie, hört sie draußen schon. Oh, oh. Also ich kann es gar nicht nachmachen. Ich kann überhaupt nicht so schön singen. Ich kann gar nicht singen. Aber die Gibbons, die können wunderschön singen. Und die Tante Lou steht am Fenster und singt ein bisschen mit. Und es ist immer ganz wunderbar. Aber die Lilly, manchmal würde sie gerne noch ein bisschen länger schlafen. Vor allem, weil sie bei der Tante Lou immer ganz lange aufbleiben darf. Viel länger als zu Hause. Da darf sie immer noch ewig draußen spielen und klettern. Und dann liest ihr die Tante Lou abends noch vor. Das heißt, sie geht ein bisschen spät ins Bett. Und dann ist sie morgens noch müde. Und einmal, als die draußen eben wieder so schön gesungen haben und sie gerade aufgewacht ist, hat sie sich die Decke über den Kopf gezogen, um einfach noch ein bisschen weiter zu schlafen. Und dann merkt sie aber irgendein Geräusch. Und sie hat das Gefühl, da ist irgendwas. Sie hört ein Geräusch und sie spürt, merkt einen Luftzug und hört ein bisschen was klappern oder rascheln. Denkt sie fast, schnell tut sie die Decke weg und guckt raus. Sie, was ist denn das? Was ist denn das gewesen? War da wer? Sie ruft, hallo! Aber es ist nichts zu merken. Fenster ist offen, aber das Fenster ist ja immer offen. Ist ja immer ganz warm. Aber es ist niemand da. Komisch, denkt sich die Lilly. Und sie steht auf und sie frühstücken. Nachdem das Konzert vorbei ist, frühstücken sie fein. Und dann klopft es an der Tür und es ist Karl-Heinz, der Papagei, der Postboten-Papagei. Karl-Heinz ist jeden Tag unterwegs und bringt die Post zu allen Affen und zu allen anderen Tieren auch. Natürlich im Gibbonwald bringt er die Post immer überall hin, die Briefe, die Postkarten. Der kommt vorbei bei der Tante Lou jeden Tag nach dem Frühstück, um einen Kaffee zu trinken. Gemeinsam sitzen sie dann und quatschen und trinken Kaffee und dann fliegt er weiter und verteilt die Post. Nachdem der Karl-Heinz weggeflogen ist, möchte die Tante Lou ein bisschen lesen. Und sie greift zu ihrer Leselupe. Aber was ist das? Die ist weg. Die ist einfach nicht mehr da. Hä? So was Komisches, denkt sich die Tante Lou. Das gibt's ja gar nicht. Und sie kratzt sich ein bisschen hier bei ihrem... Da hat die hier so auch so Zacken, nicht wahr? Wie so ein Bart vielleicht? Und da kratzt sie sich und denkt sich, ist ja eigenartig. Wo habe ich die Leselupe, die Lupe hingeräumt? Ich verräume die doch nie. Die hat ja immer ihren Platz. Lilly, ruft sie, Lilly, hast du die Lupe irgendwie verräumt oder verschmissen oder versteckt? Nee, sagt die Lilly, ich habe die Lupe überhaupt noch nie benutzt. Ich kann ja ohne Lupe lesen. Die Lilly ist ganz stolz, die kann nämlich schon ganz gut selber lesen. Und das ist eigenartig, denkt sich die Lilly und denkt sich auch die Lou. Und sie suchen überall im Haus nach der Lupe, aber sie können sie nicht finden. Merkwürdig. Und da fällt der Lilly aber was ein. Ihr ist ja morgens so gewesen, als sie sich unter der Decke versteckt hat, um nichts zu hören oder nicht mehr so den Gesang zu hören, gell? Da hat sie ja das Gefühl gehabt, als wäre irgendjemand im Raum gewesen, als wäre irgendwas komisch. Sie hat so ein Poltern gehört, denkt sie sich, war da vielleicht jemand? Hat vielleicht irgendwer die Lupe mitgenommen? Die Lupe von der Tante Lou? Komisch. Aber sie sagt der Tante Lou mal noch nichts, sondern sie beschließt, sich selber auf die Suche zu machen. Und sie zieht los. Heute Abend bin ich wieder da, Tante Lou, sagt sie. Und sie zieht los und macht eine kleine Tour. Und sie krabbelt von Baum zu Baum und klettert. Und klettert, irgendwann ist sie bei den Bäumen, wo die Gibbons wohnen, die Affen. Und sie hört sie schon und sie sieht sie auch. Sie springen durch die Blätter und sie sieht auch die kleinen Gibbon-Affen. Und sie winkt ihnen und ruft ihnen zu, hey, hallo, ich will euch was fragen, ich suche was. Aber die Affen, die kleinen Affen, die sind so, schnell springen sie davon und verstecken sich sofort zwischen den ganzen Blättern. Komisch, denkt sich die Lilly. Ich will auch einfach nur mit denen reden. Warum springen die einfach davon? Und dann hört sie plötzlich Flügel schlagen. Wer ist da?
Karl-Heinz, der Papagei, der sagt, Lilly, jetzt bist du hier unterwegs, suchst du immer noch die Lupe von der Lu? Sagt die Lilly, ja, ich suche die Lupe. Und mir kam vor, heute Morgen war vielleicht jemand bei uns in der Wohnung. Ich weiß es nicht, aber ich dachte, ich suche die jetzt mal. Irgendwo muss sie ja sein und bei uns im Haus ist sie nicht. Da habe ich vielleicht einen Tipp für dich, sagt der Papagei. Ich habe nämlich was gesehen. Drei Bäume weiter, dann links und dann rechts und dann runter am Boden. Guckst du mal runter, vom Baum runter, bisschen weiter unten, da habe ich was gesehen, nämlich ein Lichtreflex. Ein Lichtreflex, das ist sowas wie, jetzt hier sieht man ein bisschen bei mir auf der Brille, da spiegelt sich ja ein bisschen das Licht. Sieht man hier ja so Lichtreflexe. Und das sieht man eben auch. Sowas hat der Papagei Karl-Heinz gesehen. Sagt, gehst du mal hin, gehst du mal gucken, was das ist. Ich meine, vielleicht ist es, weil vielleicht hat es mit der Lupe nichts zu tun. Aber egal, denkt sich die Lilly, ich schaue trotzdem mal nach. Selbst wenn es was anderes ist, ist ja interessant. Wäre ja mal spannend rauszufinden, was da für Lichtreflexe sind. Weil Licht, das weiß die Lilly genau, kommt ja immer von oben. Der Mond scheint oben, die Sonne scheint oben. Die scheint zwar mal rechts oder mal links, mal rechts. Je nachdem, wo sie aufgeht, da geht sie auf, da geht sie unter. Da scheint sie, aber von unten scheint die Sonne nie. Was kann es sein? Also Lilly will es probieren. Und ist doch spannend. Da will sie sehen, was da los ist. Und sie krabbelt, wie ihr der Postboten-Papagei gesagt hat, drei Bäume weiter, dann nach links, dann nach rechts, krabbelt am Stamm nach unten und sieht nicht nur die Lichtreflexe, die auch, aber auch ein Affenkind, ein Gibbonkind. Ein kleines Gibbonkind und in der Hand hat es, kaum zu glauben, die Lupe von der Tante Lu und guckt durch. Es hat die Lilly noch nicht bemerkt und Lilly will es eigentlich nicht erschrecken. Sie hat Angst natürlich, dass wenn das Affenkind erschrickt, sofort abhaut mit der Lupe und total erschrickt und so. Das will sie nicht. Also räuspert sie sich und hustet so ein bisschen. Das Affenkind guckt hoch und erschrickt total. Nicht erschrecken, sagt die Lilly. Ich bin's doch nur, die Lilly. Ich bin die Maggie, sagt das Affenkind. Hast du die Lupe, also die du in der Hand hast, also die Lupe, die ist doch nicht, ich meine, sagt die Lilly, die ist doch, das ist doch die Lupe von der Tante Lu. Ja, das stimmt, sagt das Affenkind, das stimmt schon. Von dem Drachen habe ich aus dem Haus von dem großen Drachen mitgenommen. Das ist doch kein Drache, muss die Lilly lachen. Das ist doch meine Tante, die Tante Lu. Wir sind keine Drachen, wir sind Leguane. Ach so, sagt die Maggie. Ich dachte, alle sagen immer, die anderen Gibbonkinder sagen, ihr seid Drachen, ihr könnt Feuer spucken und so. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Nein, vor uns brauchst du auch keine Angst haben, sagt die Lilly. Wir sind Leguan, wir tun niemandem was. Warum hast du die Lupe mitgenommen? Ich habe es gemerkt heute Morgen, war ich unter der Decke, aber ich habe was gehört. Ein Geräusch, das warst du? Bist du durch mein Zimmer? Ja, sagt die Maggie, ich bin durch dein Zimmer durch und hab die Lupe mitgenommen. Wofür hast du die Lupe denn gebraucht? Sagt die Lilly. Komm her, ich zeig's dir. Lilly kommt hin und guckt durch die Lupe und sie sieht, was die Maggie anschaut, nämlich ein kleines Fröschchen, ein Erdbeerfröschchen. Erdbeerfröschchen sind kleine Frösche, die sind total klein, super klein. Man kann sie schon gut sehen, aber sie sind eben sehr klein, aber wunderschön. Sie haben so ganz schöne, die sind so rot und haben so blaue Beine, aber so ganz knallige Farbe. Und dieses Erdbeerfröschchen, das hatte sich aber am Fuß verletzt. Das hatte einen winzig kleinen Verband um sein kleines Beinchen. Ach, dafür brauchst du die Lupe, sagt die Lilly. Ja, sagt die Maggie, heute Morgen habe ich das beobachtet, wie das Erdbeerfröschchen, das ist abgestürzt, das ist vom Blatt gefallen und hat sich am Bein verletzt. Und dann wollte ich den Verband machen, aber es ist gar nicht so einfach, bei so einem kleinen Beinchen, an so einem kleinen Fröschchen, so einen klitzekleinen Verband zu machen. Ist schwierig. Ich meine, ich habe auch ganz kleine Finger und bin eigentlich auch sehr geschickt, aber das war einfach nicht möglich. Und da ist mir eingefallen, dass ich bei deiner Tante, also dem Drachen, wie heißt der? Leguan. Bei deiner Tante, dem Leguan, habe ich das mal gesehen. Wenn sie auf dem Balkon sitzt und in einem Buch liest, dann hat sie immer so ein Ding und das macht die Buchstaben größer. Eine Lupe. Ja, die Lupe, die Leselupe. Ja, genau. Und da habe ich mich dran erinnert und dann, als du unter der Decke warst, bin ich schnell durch euer Zimmer gehuscht, super schnell, und bin rein und habe die Lupe mitgenommen. Da hättest du doch auch fragen können, sagte Lilly. Nee, das habe ich mir nicht getraut. Ich habe gedacht, ihr seid gefährlich. Da warst du aber trotzdem ganz schön mutig, sagte Lilly, dass du dich trotzdem reingetraut hast, die Lupe mitzunehmen. Jetzt muss ich sie aber wieder zurückbringen, weil die Tante Lu, die kann sonst nicht lesen. Ja, sagte Maggie. Aber weißt du, ich glaube, wir müssen den Verband morgen wieder wechseln, weil den muss man immer wieder wechseln, den Verband. Den kann man jetzt nicht drauflassen. Was machen wir denn da?
Ich habe eine gute Idee, sagte Lilly. Weißt du, wir nehmen das Erdbeerfröschchen einfach mit zur Tante Lou und dort kann es dann wohnen und wieder gesund werden. Und du kannst doch, ihr singt doch immer bei uns. Ihr singt doch bei uns immer vorm Haus. Vor dem Baumhaus seid ihr doch immer morgens am Singen. Da könntest du danach doch nach dem Frühstück bei uns vorbeikommen und dann kommst du rein und wechselst den Verband. Und dann kannst du dafür die Lupe benutzen und die Tante Lou kann die Lupe auch benutzen, um zu lesen. Das ist doch eine super Idee. Ja, das findet die Maggie auch. Und zusammen gehen sie zurück und bringen das Erdbeerfröschchen und die Lupe zur Tante Lou und erzählen ihr die Geschichte. Und die Tante Lou sagt, ja klar kann das Erdbeerfröschchen bei uns wohnen. Ist doch gar kein Problem. Und so machen sie es dann auch. Und immer morgens, nachdem sie so schön gesungen haben, kommt die Maggie bei der Lilly vorbei und gemeinsam wickeln sie einen neuen Verband, wechseln sie den Verband von dem kleinen Erdbeerfröschchen und dem geht's auch schon bald viel, viel besser. Das merkt die Lilly zum Beispiel daran, dass morgens, wenn die Gibbons draußen singen mit der Tante Lou, wenn also der schöne Gesang zu hören ist von denen, dann hört sie auch immer das Fröschchen und es tut immer mit quaken. Das quakt dann auch so schön, da weiß die Lilly dann und die Maggie auch, dass es dem Fröschchen schon viel besser geht. Das war die Geschichte von der Lilly, wie sie ihre Tante Lou besucht im Gibbonwald. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Tschüss!